Ja, einen schönen guten Abend auch von unserer Seite. Ich bin Linus Guggenberger. Ich hatte das große Vergnügen, dieses Buch hier zu lektorieren von Jakob Birken über Videospiele. Lustigerweise endet es nicht mit tanzenden Elfen, aber es beginnt mit einem Elfen. Ja. Das wusste ich natürlich. Und am Ende geht es auch so ein bisschen um Handlungsfähigkeiten. Also wir kommen vielleicht noch dazu. Also es gibt lauter Überleitungen in alle möglichen Richtungen. Auf jeden Fall. Ich sage vielleicht trotzdem zwei Worte zu Jakob Birken. Er nennt sich selbst im weitesten Sinne Kulturhistoriker mit einem medientheoretischen Schwerpunkt, forscht zu Naturkatastrophen und anderen Ausnahmezuständen, zu Vor- und Darstellung von Geschichte und sitzt gerade an einem Buch über utopische Kommunen in den USA im 19. Jahrhundert. Jetzt Videospiele. Wie passt das dazu? Gibt es da vielleicht auch irgendwie eine persönliche Verbindung zu dem Thema jenseits eines kulturwissenschaftlichen Interesses? Genau. Ich habe eine Erklärung. Ja, also zur persönlichen Verbindung, also das ist wirklich eine eher, sagen wir mal, labyrinthische Geschichte, wie ich so wieder zu Games als einem Thema gekommen bin, weil also ich hatte, ja, Ende der 90er hatte ich angefangen, in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung zu studieren. Das ist nicht zufällig ein Ort, der auch in dem gleichen Gebäude ist wie das ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Und das war da diese Zeit, wo es einfach so eine Aufbruchstimmung gab, Medienkunst, neue Medien, sich damit wissenschaftlich, künstlerisch zu beschäftigen. Und als jemand, der ein paar Jahre vorher einfach noch Computerspiele spielender Teenager war, war das für mich natürlich auch nochmal so ein Ansatzpunkt zu sagen, so ja, dann mache ich das doch einfach auch zu meinem theoretischen Thema. Und ich habe dann angefangen, eben wirklich sehr theoretisch dran zu gehen und habe dann manifestartige Textchen geschrieben über Dinge wie Immersion und Interaktion und diese ganzen Begriffe, die in den Game Studies so beheimatet sind. Und das ist nicht wirklich irgendwo hingegangen, auch vielleicht auf dem Grund, dass ich das Gefühl hatte, so okay, ich theoretisiere jetzt irgendwo hin, was Videospiele angeht, stelle mir Fragen, können Videospiele Kunst sein, auf welche Weise könnten sie es sein und so weiter. Das hat sich alles nicht so wirklich abgebildet in der Computerspielszene damals und das war so eine leichte Enttäuschung meinerseits. Umgekehrt habe ich dann auch ein paar Semester Medienkunst studiert, habe angefangen zu programmieren ein bisschen, habe aber auch nicht die Computerspielszene revolutionieren können, was vielleicht auch ein Missverständnis meinerseits war. Und irgendwann mal ist das dann eher wieder so runtergegangen auf so ein Konsumieren von Videospielen. Aber glücklicherweise haben sich beide Parteien in der Zwischenzeit bis jetzt auch verändert. Das heißt, Videospiele sind, sagen wir mal, so seit, ich weiß nicht, frühen 2000er, seit 15 Jahren ist da einerseits ideologisch viel passiert, also da ist viel Selbstreflexion in der Szene passiert und andererseits ist es auch ästhetisch viel interessanter geworden, viel variabler. Und ich selbst habe dann, ja, Sie hatten ja auch schon aufgezählt, diese Beschäftigung eher mit Ausnahmezuständen oder mit Fragen nach Geschichte, Geschichtlichkeit, Darstellung von Geschichte. Auf eine Weise bin ich dann plötzlich doch mehr zu einem Historiker geworden und das hat mir so einen anderen Zugang zu Spielen auch erlaubt, weil ich mich dann einfach eher gefragt habe, also nicht, warum können Games Kunst sein oder nicht, sondern okay, ich habe es hier mit bestimmten Bildern zu tun. Warum sehen die so aus und wie ist das passiert? Wie gucke ich jetzt mal in die letzten 20, 30, 40 Jahre der Videospielegeschichte und versuche mir selber erstmal klar zu werden, wie sind wir an diesem Moment gekommen, dass Spiele heute so und so aussehen? Das Interessante ist, dass Spiele heute nach wirklich allem Möglichen aussehen und das wurde für mich dann auch eben zu so einer Frage, warum ist ja, das eigentlich so? Wollten wir nichts vorlesen, aber ich lese die Stelle trotzdem vor, weil es vielleicht so ein ganz guter Eingriff ist, auch zu einer anderen Frage, um so ein bisschen drauf zu schauen, worauf du dich konzentrierst in dem Buch.
Ein kurzer Blick auf eine Liste der am besten rezensierten 2021 erschienenen oder neu aufgelegten Spiele liefert keine Anhaltspunkte für eine verbindliche Definition des Mediums. Mit einem als sogenannte Visual Novel erzählten Horror-Epos, einem dystopischen Rollenspiel in originellem Impasto-Malstil, einer gestalterisch ebenso aufwendigen, unterschwellig queeren Action-Satire auf die griechische Mythologie, einem Flugsimulator und einem Skateboard-Spiel sind hier Genres, Spielmechanismen, Ansprüche und Ästhetiken vertreten, die sich in ihrer Gegensätzlichkeit nahezu aufzuheben scheinen. Nun sind ja diese Bände in der Reihe auch relativ schmal. Ich glaube, wir können das sagen, eine ziemliche Punktlandung mit ein, zwei Kürzungen hier und da, ja. Damit das alles hier reinpasst. Und das Thema ist vielgestaltig, ist so komplex wie vielleicht auch disparat. Worauf hast du dich konzentriert und warum? Und warum zum Beispiel solche Bildphänomene wie Let's Plays außen vor gelassen, dafür aber sehr viel zu der Frage, warum macht man zum Beispiel Bilder von Bildern, beziehungsweise das Bildermachen in Games selber? Genau, also es wurde dann wirklich für mich, ich habe es versucht, darauf runterzukochen, wie entstehen diese Bilder überhaupt und wie fangen diese Bilder vielleicht an, sich so ein bisschen selbst zu reflektieren. Und ich bin dann, das würde natürlich bei Let's Plays auch zu einem riesigen Thema werden, aber ich habe es versucht, dann doch einfach aus diesen Produktionsverhältnissen immer heraus zu argumentieren, weil ich das Gefühl hatte, oh, da wird eventuell auch nochmal eine interessante politische Frage fast draus. Also wenn wir wirklich gucken, wie ist das digitale Bild, das Bild, das wir über Videospiele irgendwie präsentiert bekommen, wie ist das eine Sache einerseits von Hardware und wie hängt das mit dem Kapitalismus zusammen beispielsweise? Wie hängt das beispielsweise mit Fortschrittsideologien zusammen? Also da gibt es einfach bestimmte Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen wurden. Irgendwann mal in den 90ern haben dann Leute das Gefühl gehabt, wir steigen jetzt um auf 3D-Grafik. Das sah am Anfang sehr, sehr schlecht aus. Das sah viele, viele Jahre sehr, sehr schlecht aus. Und das war auch ein bisschen ein, das habe ich in dem Buch dann rausgelassen, aber es gab so ein, wie soll ich sagen, Ursprungsmoment für mich, für meine Beschäftigung, der lustigerweise auch so fast so ein Running Gag in der Szene ist. Der taucht in Filmen auf wie Wreck-It Ralph oder in Comics, in Spielen wie Wolfenstein, dass es einen Moment gibt, den wir jetzt aus der Gegenwart als historisch wahrnehmen, seien es die 80er, 90er, in dem jemand ein Spiel spielt und darüber staunt, wie wahnsinnig realistisch das ist. Und wir blicken jetzt aus unserer Zeit zurück und denken so, nee, also ich erinnere mich genau, das war Ende der 90er, ich blätterte in irgendeiner Spielezeitschrift, weil das damals noch Screenshots auf Papier waren, auch eine interessante Vorstellung heute. Und ich sehe Screenshots von einem Spiel namens Unreal. Und ich erinnere mich wirklich an diesen Moment, wo ich dachte so, wow, das ist schon zu krass. Das kann doch gar nicht so realistisch sein. Und wenn man sich das heute anschauen würde, das sind ja wirklich, sieht aus, als hätte sich jemand in so, ich weiß nicht, Pappkartons eingewählt und irgendwie mit Wachsmalstiften ein Gesicht drauf gemalt. Und das war so ein Moment des Staunens für mich, wo ich dachte so, oh, was passiert da? Und wie lässt sich das einerseits als eine Technikgeschichte fassen und andererseits als eine Kulturgeschichte auch? Ja. Also da ist so ein bisschen diese Verbindung zu diesen ganzen anderen, einerseits Fragen nach dem Utopischen und andererseits Fragen nach dem überhaupt, was bedeutet, wie hängt Geschichte mit Bildern zusammen? Wie konstruieren wir über Bilder Geschichte und wie historisieren wir andererseits Bilder? Wie nehmen wir ein Bild als vielleicht eben wie ich vor diesem Spielemagazin, dass ich das Gefühl habe, das ist wahnsinnig zeitgenössisch oder vielleicht schon zu futuristisch. Und aus heutiger Perspektive würden wir das als unglaublich veraltet ansehen. Ne? Also das wäre vielleicht so die Verbindung zu meinen anderen Themen. Ja, also ich
finde wirklich, dass das Buch ist unheimlich dicht und sehr, sehr gut geschrieben. Also man liest es wirklich mit sehr viel Gewinn. Vor allen Dingen sind sehr, sehr anschauliche Beschreibungen, finde ich, der Art und Weise, wie unter verschiedenen technischen Bedingungen und vor allen Dingen immer Begrenzungen Bilder entstehen. Also es ist wirklich so eine kleine Mediengeschichte der Videospiele von Arcade-Automaten über Wolfenstein und Dragon's Lair bis hin zu Ariana Grande Konzerten in Fortnite. Also es ist so ein schöner Bogen. Und trotzdem gibt es, wenn wir von Geschichte reden, da eigentlich so eine Doppelbewegung. Auf der einen Seite eben die erwähnte Fortschrittserzählung, immer realistischer, immer illusionär oder illusionärer, immer mehr Hardware-Leistung, höher, schneller, weiter. Und auf der anderen Seite beobachtest du aber seit ein paar Jahren auch so eine verstärkte Beschäftigung mit der Vergangenheit des Mediums selber. Mhm. Eine Retro-Ästhetik, Nostalgie, wo mit großem technischen Aufwand eigentlich längst technisch überkommene Spielästhetiken wieder aufgegriffen werden. Und dazu sehr, sehr schöne Beispiele in dem Buch. Meine Frage wäre jetzt, wie bestimmend für die Gegenwart von Games ist tatsächlich diese Nostalgie oder Retro-Ästhetik? Und die zweite Frage, ob es nicht auch so eine Art digitalen Realismus mittlerweile gibt, also so eine Entkopplung von diesem Versuch, immer realistischer zu werden oder Realitätseffekte zu erzielen. Mhm. Also zwei sehr unterschiedliche Fragen, vielleicht mit der ersten. Ich finde das ein sehr interessantes, wahrscheinlich sehr zeittypisches Phänomen. Das ist ja in der Musik mit der ganzen Retro-Bewegung, der Mode und so weiter. Das ist ja nichts, was sich auf Spiele beschränkt. Also diese Art von Retro-Mania. Ne? In Spielen, ich frage mich, ob das, wie lange das anhalten wird, ob das ein Phänomen ist, das vielleicht mit bestimmten Generationen verbunden ist, aber ich glaube fast nicht, weil ich habe dann bei den Recherchen Artikel von, ich weiß nicht was, 2015 gelesen über Pixel Art, wo Leute meinen, so ja, Pixel Art ist jetzt irgendwie so eine kurze Mode, aber eigentlich versteht das keiner, weil das die jungen Leute haben dazu ja gar keinen Bezug. Mhm. Stimmt offenbar nicht, ne? Also weil es kommen ja dann einfach immer wieder neue Spieler raus, die diese Art von, sagen wir mal, frühe 90er Jahre Ästhetik aufgreifen. Ich denke, es gibt schon noch mal einen anderen historischen Grund, warum das sich vielleicht erhalten wird, weil es dann tatsächlich mit unseren sehr tiefkulturell verankerten Vorstellungen von Futurismen und so weiter zu tun hat. Also auch einfach hin zu bestimmten Farbgebungen. Also auch wenn wir schon unser Büchlein anschauen mit diesem 5-Jahren-Ton. Und da findet auf eine interessante Weise wieder Technikgeschichte und bestimmte Arten von eher fast schon ideologischen Bildwelten zusammen, um es wirklich mal anekdotisch zu fassen. Wir haben Anfang der 80er haben wir eine Hardware-Einschränkung bei Grafikkarten, wo einfach nur 4 Farben gleichzeitig dargestellt werden können. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine Farbpalette mit Cyan und Magenta. Und diese Farbpalette hat sich auf irgendeine Weise sehr stark eingeprägt für frühe Spiele. Sie wurde dann immer wieder weiterverwendet durch diese ganzen Retro-Wellen. Aber interessanterweise, wir sind da mitten in den 80ern und was passiert? Wir haben auch so Sachen wie, sagen wir mal, Miami Vice. Wir haben postmoderne Möbel und so weiter, die alle auch diese Arten von Farben aufgreifen. Und ich würde da gar nicht von Kausalitäten sprechen, sondern von so einem bestimmten historischen Moment, der eine bestimmte Ästhetik mit sich trägt, die einerseits retro ist, aber andererseits, und da denke ich, wird es auf eine sehr, sehr dubiose Weise politisch mit einer Zeit zu tun hat, oder sagen wir mal auch sehr spezifisch mit dem Jahr 1989 als eine Art von mythischem Moment, an dem, das kennen vielleicht einige, dieses leidige Buch von Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte. Da haben wir diesen Moment, an dem zur Zeit auch immer wieder zu Wort. Ich kann es nicht lassen. Also, und
Was ich daran, wo ich denke, dass wir deswegen daran hängen bleiben und auch deswegen dieses Retro Gaming als eine Ästhetik bleibt, ist, dass wir immer daran zurückdenken, dass das vielleicht ein Moment gewesen wäre, an dem doch alles irgendwie gut wird und alles gut bleibt und es noch Zukunftsvorstellungen gibt, die positiv sind. Was natürlich sehr dubios ist, weil wenn wir uns die ganzen Science-Fiction-Geschichten aus dieser Zeit angucken, Blade Runner und so weiter, da sind ja alle Dystopien. Und das ist natürlich besonders lustig, wenn wir dann jetzt irgendwie Mark Zuckerberg haben, der das Metaverse irgendwie einführen will und da auch etwas einführt, was eigentlich als eine Dystopie erstmal ausformuliert wurde. Aber ich denke, in diesem komischen technikgeschichtlichen, ästhetischen, politischen Umfeld ist dann einfach diese Retro-Welle noch zu verorten. Die andere Hälfte davon, um die nicht auszulassen, ist natürlich auch nochmal Retro-Ästhetik als eine Art von gutem Handwerk. Also Retro-Ästhetik und diese Art von Pixel-Art als irgendwas, was noch quasi handwerklich gefertigt wird, im Gegensatz zu diesen irren AAA-Simulationsspielen, die für Millionen von, mittlerweile Tausenden von Leuten irgendwie produziert werden. Und dann sitzt im Gegensatz halt jemand in seinem Kämmerchen und bastelt dann aus Pixeln was zusammen, was halt nochmal eine andere Art von Qualität haben soll. Mhm. Also eher so ein bisschen so diese Manufaktumschiene. Aber das ist vielleicht ein ganz guter Einhakepunkt. Also ich komme gleich nochmal zurück auf die andere Frage mit dem digitalen Realismus. Aber das passt hier, glaube ich, ganz gut, weil du auch natürlich neben dieser ästhetischen Rückwärtsbewegung oder Nostalgie auch ideologische, reaktionäre Tendenzen, Backlashes beschreibst. Also sei es jetzt ein Spiel wie Hatred, dessen Macherstudio sich dezidiert gegen die sogenannte Political Correctness aufstellen wollen, Alt-Right-Bewegung oder auch sowas wie Fashwave, also so Vaporwave-Aneignungen von faschistischen Gruppen oder von rechtsradikalen Gruppen. Und das steht ja wiederum in so einem Spannungsverhältnis von Spielen, von Gaming als einem alternativen Raum, auch zum Alltag, als Ort der Erprobung, vielleicht auch des sozialen Experiments. Wobei es zu einer, also es ist eine sehr schöne Szene, aber sie ist auch ein bisschen bedrückend. Du hast so einen kleinen Rundgang durch The Second Life heute im Buch mit drin. In welchem Spannungsverhältnis steht das, beziehungsweise gibt's da auch Überschneidungen zwischen dieser ästhetischen Rückwärtsbewegung und einer ideologischen, oder kann man das vielleicht doch noch ein bisschen trennen und das sind andere Gruppen? Ja, also ich denke, man kann es trennen in unterschiedliche Formen von Eskapismus einfach, also so eine Art von reaktionärem Eskapismus, bei dem es wirklich darum geht, okay, also wie diese Leute, die Hatred gemacht haben, die dann argumentieren, wir wollen jetzt zurück zu Spielen, die einfach nur Spaß machen und die gar nicht politisch sind. Das ist natürlich besonders dubios, weil es bei Hatred um ein Spiel geht, wo einfach jemand Amok läuft und es darum geht, irgendwie Zivilistinnen zu ermorden und so weiter. Das heißt, da wird auf irgendeine Weise natürlich Gewalt normalisiert und so weiter. Aber trotzdem ist das immer noch dieses Argument dahinter, so ja, in den 80ern und 90ern waren Spiele gar nicht politisch, sondern es ging nur um Spaß. Ist natürlich kompletter Unsinn, aber in diesem reaktionären Mindset geht es natürlich darum, quasi eine Zeitreise zu machen, zurückzukehren zu früheren Vorstellungen von Gaming, die natürlich dann komplett gegendert sind, die natürlich sehr gewaltaffin sind und so weiter, also wo es einfach immer um dieses typische, ich weiß nicht, wo Frauen eher als Dekoration vorkommen oder als Damsel in Distress und so weiter und so fort. Und das ist, denke ich, so diese reaktionäre Form von Eskapismus. Natürlich gibt es sicher eine utopische Form von Eskapismus, die vielleicht sich dann wirklich eher in diesem, kehren wir zurück zu so einem guten Handwerk abbildet, und wo ich auch sagen würde, so ja, das hängt auch vielleicht, das lässt sich wirklich parallelisieren mit so Arts and Crafts Bewegung, also so dieser Idee, okay, wir
sind jetzt nicht reaktionär politisch gesehen, sondern aufgeklärt etc. etc. Aber wir wollen jetzt doch nochmal die Industrialisierung kritisch unter die Lupe nehmen und vielleicht irgendwie doch noch neue Produktionswege beschreiten und so weiter. Und da kommen wir aber leider wieder zu den Elfen, weil gerade diese ganzen Pixelart, Retro Games, das ist alles immer sehr verwunschen, sehr magisch, sehr fast schon kindheitsfixiert und darin auch eine sehr fast schon traurige Parallele zu Arts and Crafts im 19. Jahrhundert, wo wir dann eben politisch radikale Leute wie William Morris haben, die dann aber trotzdem irgendwie ja keinen anderen Ausweg sehen, als schöne romantische Rittermärchen irgendwie zu illustrieren. Ne? Also so dieses, ich finde es sehr spannend, dass sich einfach ein sehr neues Medium eigentlich sehr alte Formen von Eskapismus auf irgendeine Weise perpetuieren. Was das für die Zukunft des Ganzen heißt, genau, wissen also, wir nicht. Ne? Also gibt es vielleicht auch so einen Realitätseffekt entkoppelte Ästhetik, also die, beziehungsweise jetzt auch jenseits von romantisierenden Idyllen oder so, also gibt es da eine Ästhetik, die darüber hinausgeht und sich vielleicht auch von solchen Vorbildern ein bisschen befreit hat? Das wäre die gute Frage. Also ich meine, wir haben einerseits natürlich eine Industrie, die sehr daran interessiert ist, eine quasi, da gibt es den Begriff von digitalen Zwilling, den hat der Chef von Nvidia, dem großen Hardware-Hersteller, letztens mal gebracht. Das ist tatsächlich einfach ein wirklich identischen Realismus, verdoppelten oder sagen wir mal eine Verdoppelung unserer Welt gibt, die dann auf sehr, sehr unterschiedliche Weise nutzbar gemacht werden kann, unter anderem auch für Spiele. Die Frage ist, wo wird das hingehen und ist das dann tatsächlich eine immer noch irgendwie autarke Ästhetik, wenn es letzten Endes eine Verdoppelung unserer Welt ist. Und in dem Sinne finde ich dann so diesen ein bisschen hilflosen Rückgriff auf so eine 80er Jahre Neon-Ästhetik und Pixel-Ästhetik irgendwie verständlich, weil es für mich wie ein genuin digitales Bild wirkt, während das Bild, das eben wirkt wie die Realität oder wie die Simulation von irgendwas anderem, es ist nicht mehr genuin digital. Frage ist natürlich, brauchen wir ein genuin digitales Bild? Das kann ich auf irgendeine Weise nicht mal beantworten, weil es vielleicht so ein bisschen technikdeterministisch wäre zu sagen, so okay, wir haben den Computer und der Computer muss irgendwas produzieren, was digital aussieht. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Argument ist. Es wird immer wieder vorgebracht und es ist auch immer wieder das Argument, dass tatsächlich hinter Leuten, die Pixel Art als eine Kunstform machen wollen, die bringen das auf. Ich finde es kausal nicht wirklich zwingend. Die Frage ist aber, was wird wirklich mit diesen ganzen Realismen passieren. Und was ich da sehr, sehr spannend finde, ist einfach, dass wir eine Art von Sphäre der Simulation haben, die wirklich über Games mittlerweile hinausgeht, weil es bestimmte technische Plattformen sind, die sehr vielseitig einsetzbar sind. Und wir haben jetzt einfach eine Software, Unreal Engine, die kann man für Gaming verwenden, die kann man verwenden, um eben in einem Spiel wie Fortnite dann ein Konzert zu machen, verwenden. Die wird aber auch verwendet als Filmset, jetzt in diesen ganzen Star Wars Serien, Mandalorian und so weiter. Und da kollabieren auf eine bestimmte Weise Medien ineinander, wo ich mich frage, wo wird das hinführen? Weil das ist nämlich noch nicht alles. Das heißt, es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern es geht darum, dass, keine Ahnung, jetzt bei unseren Zoom-Calls dann irgendwann mal, weil Nvidia dann einfach schon dran arbeitet, wir quasi durch 3D-Avatare unserer selbst ersetzt werden, weil das einfach besser aussieht und weil es dann einfach möglich ist, unseren Kopf zur Kamera zu drehen, wenn wir irgendwie unseren Laptop nebeneinander in die falsche Richtung gestellt haben. Und da frage ich mich, wo führt das hin? Also wo führt das auf eine Weise hin, die virtuelle Realität
quasi jetzt schon normalisiert auf eine Weise, die wir gar nicht merken, ne? Wo wir einfach nicht mehr in Second Life gehen müssen, weil einfach bei jedem Zoom-Call wir einfach schon ein Avatar unserer selbst sind oder wessen auch immer. Was auch immer das dann heißt, ja. Ja. Gut, das Buch ist sehr, sehr vergnüglich zu lesen, trotz dieses vielleicht auch dystopischen Drehers, den wir hier jetzt noch genommen haben. Ich lese sich das heute Abend schlichtweg nicht vermeiden. Aber vielleicht noch eine ganz kurze letzte Frage. Welches Videospiel würdest du empfehlen? Was spielst du gerne? Was spiele ich gerne? Es gibt ein Spiel, das erwähne ich gar nicht in diesem Buch, weil es vielleicht auch auf eine Weise sehr, sehr videospielig ist, dass es irgendwie nicht mehr als Beispiel getaucht hat. Das heißt Sayonara Wild Hearts. Es ist so ein Indie-Game von so einem ganz kleinen Studio aus irgendwo aus Skandinavien. Ich fand das sehr, sehr interessant, weil es, ich habe gesagt, sehr videospielig, weil es sehr auf einerseits Bewegung aufbaut, auf Reaktion, das heißt, es ist auf eine Weise eine Art von Rhythm Game, das heißt, man, keine Ahnung, bewegt sich auf sehr simple, man hat sehr simple Auswahlmöglichkeiten in diesem Spiel. Aber es wird eine Geschichte erzählt. Es wird eine Geschichte erzählt, wo es um die doch sehr spektakuläre, das spektakuläre Durchqueren von Räumen geht, um sehr spektakuläre Bilder von Räumen, ich weiß nicht, Städten, Wäldern, was auch immer. Es ist natürlich alles irgendwie in Cyan und Magenta. Ne? aber ich fand das, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, ja, das ist so ein bisschen so. Da wird die Essenz von Gaming auf irgendeine Weise kristallisiert in sowas. Durch diese Art von Sayonara Wild Hearts. Wunderbar. Vielen Dank. Ja.